Da sind wir wieder in Novigrad und bei Witcher 3 und wir machen uns jetzt auf den Weg und wollen Radovid. Was zur Hölle machst du hier? Vom Geralt, Schiff locken. Wenn du die Antwort kennst, das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich mit großem Interesse und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Radovid auf so einen plumpen Trick reinfällt? Vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Hoffentlich nimmst du die Konfrontation mit der wilden Jagd ernster, sofern du lang genug dazu lebst, versteht sich. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Radovid stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Radovids Vater. Gib ihn Radovid, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er Ach, könnte Wesimir, dir sogar nicht vertrauen. Wesimir. Und wo ist der Haken? Es gibt keinen. Philippa, ich kenne dich zu gut. Du hast immer einen Plan und immer mindestens zwei Eisen im Feuer. Diesmal gebe ich mich mit einem zufrieden. Solange Radovids Kopf draufsteckt. Oh. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Okay. Na dann. Haben wir eine Aufgabe. Radovid umhauen. Alle Sünder werden im ewigen Feuer. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Das ist der beste Spruch bisher überhaupt. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Redania? Hauptsache. Herrlich. So, na dann, machen wir uns mal auf. Zum Schiff von Radovid. Hier ist es ja. Und werden gucken, ob wir ihn vom Boot locken können. Ich bin mal gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass das einfach so funktionieren wird, aber gut, wir werden es sehen. So, ab zum Bootssteg. Hexer. Hexenjäger. Was los? Hier stinkt. Ja. Bist ja auch gerade da vorbeigelaufen, du Pfosten. Guck mal. So. Na dann, los geht's. Ach, sieht so toll aus mit der Sonne. So, wo ist er denn? Da ist er. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Hexer Geralt, was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Na toll. Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen. Wie die anderen. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Na mal gucken. Wie er das aufnimmt. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Hubrecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. War klar.
So, hoffentlich habe ich meine Waffen wieder gleich. Wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Und es lädt. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke, näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar, ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. Was? So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Na super. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Scheiße! Befreit den Hexer! Dann gute letzte Worte. Gute letzte Worte. Halt durch, Gerald! Wir kommen! Scheißt ihn ein! Der Kerl hat meine Schwerter. Steck das Schwert weg! Der Kerl hat immer noch meine Schwerter. Wo ist der Kerl? Zack. Alles klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Radovid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Ich will meine Waffen. Oh, ich hab's ja Gott sei Dank. So, jetzt aber fix. Oh, da wird sich Wes freuen. Hier gibt es ein bisschen was zu tun. Ah, Spinner. Oh, Schwalbe. Zack, weg. Erledigt. Echt? Okay, anders. Wir brauchen mal Art. Der Hundesohn ist ein Hexer. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich mach dich fertig. Ach komm, da gehen wir einfach so vorbei. Na, Spaten? Verteidigt euren König. Verteidigt Redanien. Ah, was hat er denn gemacht hier? Er hat sich eine Barrikade aufgebaut. Na toll, wie soll man denn jetzt da hinkommen? Oh! Wie soll man denn jetzt da hinkommen? Herrlich. So, Rosche. Den Hexer. Tötet zuerst den Hexer. Jo, gute Frage. Wie soll ich da rüberkommen? Na, jetzt gar nicht mehr, oder? Doch. Armbrust! Ja, Rosch. Ja, wenn ich was für dich habe, werde ich dich schon finden. Verstärkung. Verstärkung. Hallo? Ja, wie komme ich denn da hin? Vielleicht durch so ein Haus? Abgeschlossen. Oh Mann, ey. Oh. Hä? Verteidigt euren König. Verteidigt Redanien. Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Geht ja gar nicht.
Zeug weg hier. Das weiße Zeug kann weg. Komisches Hemd weg. Weg. Ja. Hier rum vielleicht, ins Haus? Nee, auch nicht. Ja, uncool. Und jetzt? Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Wie soll ich den denn töten? Ich komm doch gar nicht dahin. Vielleicht hier hinten lang irgendwie? Hier hoch? Ich weiß nicht, hier runterspringen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Gute Frage. So, Bombe. Verteidigt euren König. Verteidigt Redanien. Nee, Bombe nicht. So nicht. Ja? Den Hexer. Tötet zuerst den Hexer. Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß halt nicht, wie ich darüber kommen soll. Hexenjäger-Offizier. Wieso stehen die denn noch hier? Da ist schon wieder die Scheiße da reingenommen. Hä? Hängt das jetzt irgendwie? Ist das jetzt buggy oder was ist jetzt hier los? Also irgendwas haut hier gerade überhaupt nicht hin. Aber gut. Ich weiß es nicht. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da rüber zu kommen. Hier hoch vielleicht? Hier oben lang, maybe? Nee. Also das ist ja komisch. Das ist irgendwie ziemlich komisch. Dum, da, dum, dum, dum. Verteidigt Redanien. Müßiges Geschwätz. Uninteressant. Ja? Irgendwie glaube ich, das ist buggy. Und laden wir mal den Kontrollpunkt vielleicht. Geralt musste Eredin entgegen. Klappt das irgendwie besser? Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Jen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Na komm, so lange brauchst du doch jetzt mit dem Laden nicht hier. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Der Usurpator. Für den König! Tötet den Hexer, eure Majestät! Okay, das ist jetzt trotzdem ein bisschen sehr seltsam. Nicht schlecht. Ist eine Scheiße. Du dreckiger Hurenbock. Halt die Klappe jetzt. Mein Gott. Ja gut, das hat jetzt nichts gebracht. Hä? Wie soll ich den denn umhauen? Den Hexer. Tötet zuerst den Hexer. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht.
Da ist das Tor zu. Das ist echt komisch. Warte mal, hier hinten ist so ein Aufgang. Vielleicht komme ich hier irgendwo lang? Ne, das sieht irgendwie nicht so aus, oder? Verstärkung! Verstärkung anfordern! Verstärkung anfordern! Ja, ist ja gut, Mensch! Ja, hallo, Geralt. Hallo, Geralt! Oder stehen hier vorne noch irgendwo welche? Was ist denn mit den Fässern los? Kann ich dahinter rollen? Kann ich die dahinter rollen? Glaube ich aber auch nicht. Ups. Entschuldigung. Aber warte mal, da hinten waren da bestimmt auch solche Fässer, oder nicht? Mal gucken. Vielleicht waren da solche Fässer und ich habe sie noch nicht gesehen oder übersehen. Nee. Nichts. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Was soll das? Ja, die backen irgendwie auch hier rum. Den Hexer. Tötet zuerst den Hexer. Ja, ist ja gut jetzt. Also irgendwo habe ich da einen Bug produziert. Nehmen wir mal den Kontrollpunkt. Vielleicht hilft das ja. Also das ist ein bisschen komisch gerade irgendwie. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste, dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Irdins Stellvertreter Gels fanden. Ah, oh, jetzt müssen wir uns dieses Video hier 20 Mal angucken. Treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Ja, der Herr Usurpator. So, nichtsdestotrotz. Halt durch, Geralt! Wir kommen! Kreist ihn ein! Nun mal gucken, ob der immer noch da hinten steht. Weg. Das ist eine Falle. Reiß dich von rechts ein. Schütze den König. Ach komm jetzt, lass mich mal in Ruhe. Er steht auch jetzt noch da hinten. Es sind zu viele. Ihr müsst euch verstecken, Herr. Da! Axi. Schwarze Hexerei! Du dreckiger Hurenbock! Erwischt. Kreist ihn von rechts ein! Ach, guck mal, jetzt ist der Hexenjäger-Offizier wenigstens auch befreit. Vielleicht war das auch das Problem, dass die Jungs da irgendwie rumgebackt haben. Oh, Leute. Schwarze Hexerei! Oh Leute, okay, ich glaube, wir haben den Bug jetzt rausgenommen. Was ist ein Schwertwal?
Für den König! Was ist denn Schwertwahl? Nächsten! Du wirst es nie lernen. Und weg. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Aufmachen! Ich befehle es! Oh. Du hättest nur bitten müssen. Endlich. Und das kam von Herzen. Oh, das hat Philippa aber alleine erledigt, hä? Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Radovid ist tot. Durch wessen Hand, das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann okay, los. Na dann, auf geht's. Wech, 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 wech. Ja, da ist der König gestorben. Mit ein paar Wegen... Wegen kleinen Bugs, aber immerhin, er ist tot. Wer heult denn da rum? Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Temerien! Ach, was jetzt, Roche? Ein neuer Partisanenkrieg gegen die Schwarzen? Nein. Der Krieg ging soeben zu Ende. Wie das? Gibt es etwas, was ich nicht weiß? Das kann man sagen. Weißt du, morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben? Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien, aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner. Und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Roche, du? Im Bunde mit Nilfgaard? Für Temerien tue ich alles. Ich verkaufe mich sogar. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Dass mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte. Wie bitte? Vakmed, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thaler gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg.
Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Ja. Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir M hier praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Roche, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Pech. Dann stirb mit ihnen. Bringt sie alle um. Na toll. Umzingelt ihn! Hallo? Hallo? Wieso greifst du nicht an? Er hat ihn umgebracht. Verfluchte Scheiße. Hallo, warum greifst du nicht an? Och Mann, was soll denn das jetzt hier? Warum backst du ihr denn jetzt so rum? Ah, jetzt. Scheiße, alles muss man selber. Umzingelt ihn. Oh, jetzt müssen wir noch Dijkstra umhauen. Holla. Kämpft, ihr Trottel! Das war's mit Dijkstra. Fickte Scheiße! Bums mich der Troll! Das war knapp. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen. Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Ich hab... Die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysimar, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf. Heieiei, hier gibt's ja ein paar Intrigen, du. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Da haben wir Dijkstra den Gar ausgemacht. Interessanterweise hat er aber nichts fallen lassen. Das wäre wirklich mal interessant gewesen, dass wir da vielleicht noch was kriegen. Obwohl, hier ist ja noch ein Säckchen. Eine leere Flasche. Ein Novigrader Schwert. Und ein gelbes Novigrader Langschwert. So. Wir haben Radovid umgehauen und wir haben es geschafft, dass Roche mit seiner Bande jetzt noch die Möglichkeit hat, ihre Revolution weiterzuziehen und weiter voranzutreiben. Irgendwie war das jetzt die Folge der Bugs, muss man sagen. Also, bisschen komisch. Oh, wo ist denn der Schmied schon wieder? So. Jetzt ist er da. Wunderbar. Erst hat die Quest da hinten rumgebackt. Zeig mal, was du... Und jetzt, war dann noch irgendwas mit der Steuerung komisch. So, was haben wir denn hier? Eine schwere Rüstungshose. Die kann weg. Einmal Stiefel, die können weg. Die können weg. Und das Schwert kann auch weg. Wunderbar. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen was, das können wir aber wahrscheinlich nicht verwerten. Hier haben wir noch ein bisschen was. Okay, gut. Dann machen wir uns mal auf zum nächsten. Im Namen des Hierarchen. So. Wer einen Magier weiß... Was haben wir denn jetzt noch an Quests? Wir haben die Statue des Soldaten.
Alte Freunde, wo ist denn Thaler? Wird an seiner Seite brennen. Wo ist denn der Thaler jetzt? Ach, der sitzt in den sieben Katzen. Okay, dann machen wir das jetzt noch. Nach der ganzen Aufregung so ein kleines Gewinnspiel zum Schluss. Ich glaube, das ist nicht schlimm und kann entspannen. Aber jetzt haben wir dann in finaler Weise Dijkstra doch noch umgeboxt. Gut, man muss dazu sagen, der wollte uns ja auch nicht helfen bei der Belagerung. Der faule Hund. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Da ist Thaler. Guten Tag. Hallo? Ich würde gern mit dir sprechen. Darf ich das? Hm? Jetzt. Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Na, spielen natürlich. Gut, spielen wir. Aber denk dran, ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Okidoki. Tja, gab's hier denn noch was? Hier gab's doch letztens auch noch irgendeine Karte. Was war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Catwin Belagerungsexperte. Nee, das brauchen wir alles nicht. Scoia'tael. Na, dann soll er mal anfangen. Wesemir weg. Und Triborg weg. Na, guck mal. Da spielen wir ihn selber gegen sich. Auch nicht schlecht. So, den kann er erstmal nicht zurückholen. Das ist schon mal gut. Oh, hier haben wir gleich die Dreier kommen hier auf der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Mein Gegner passt. Stechen wir mal ganz einfach aus mit einem Tribok. So, wir kriegen eine Karte. Und schmeißen ihm erstmal ein paar Spione hin. Ich hoffe, er hat keine Finte. Nee. Okay. So, jetzt haben wir ihn noch Dijkstra um die Ohren. Okay, da haben wir ein Horn gekriegt und da können wir jetzt unsere... Ach so, Fernkampfeinheiten mit einem Horn versehen. Na gut. So, jetzt hauen wir die Heldenkarten auf den Tisch. Schauen wir erstmal. Triss Merigold. Ja, die habe ich schon. Ja. Und der König... Wer ist das? Ist das eigentlich nochmal? Esterat Thyssen. Der Thyssen. Auch nicht schlecht. So, wir haben auch hier auch ein Horn hier liegen. Jetzt spielt er nur Fernkampf Einheiten, hä? Ja, soll er machen. Soll er machen. Und der Sultan. So, Belagerung. Ey, der hat einen Geralt. Warum hat der Geralt? Ich will auch Geralt. Das ist doch doof, Mann. So, drei Karten hat er nur noch. Okay, verbrennen kann er erstmal nicht. Hat er nur noch zwei Karten. Milva. Okay. So, letzte Karte für ihn. Klirrende Kälte. So, damit kann ich leben, weil das kann ich auskontern. Vielleicht schon so. Ha, guck mal. Das kann ich so schon kontern. Dankeschön. Ein Melitenes madiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Nein. Kennst du übrigens noch mehr gute Spieler, die vor allem gute Karten haben? Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Ja, Lambert habe ich schon besiegt.
Du gehst deinen Weg. Ach, guck mal, was ich da bekommen habe. Geralt von Riva. Sehr gut. Wunderbar. Das ist doch mal ein Abschluss. Jetzt haben wir uns selber als Karte. Und dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und werden uns dann in der nächsten Folge noch mit den letzten Quests beschäftigen. Ja, eigentlich will ich dieses Katzen- und Greifen-Ausrüstungsset eigentlich auch noch. Ich glaube, das werden wir uns auch suchen noch. Ja, da fangen wir dann an mit dem verbesserten Katzen-Set. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.